Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der World Wide 16-Fach. Herzlich willkommen am Schnellsprechwettbewerb. So, der Monat Juli geht jetzt zu Ende. Ich habe, wenn wir es sehen, dieses Feld komplett aufbereitet, gekalkt, gepflügt, gedüngt. Es ist perfekt vom Zustand. Und die letzten Strohkollegen sind hier gerade angekommen. Dreckig und kaputt, müde von der Arbeit. Deswegen direkt mal einmal zum Saubermachen. Und der Tag neigt sich tatsächlich dem Ende entgegen. Schöne Lichtstimmung, wie ich finde. Zack. Und Stroh ist überhaupt das Stichwort. Ich habe unseren Mac mal hierher gefahren. Und der kippt jetzt mal ein bisschen Stroh hier ab. 59.400 Liter Stroh ist nicht besonders schwer. So, und ich fürchte, das wird wieder eng. Aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mache ja jetzt tatsächlich auch wieder einen Euro-Truck-Simulator-Let's Play. Und da lerne ich gerade rückwärts einzuparken. Und schaut mal, wie das fruchtet. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Dass wir das schon mal ausprobiert haben. Okay. Also, dann machen wir es anders. Dann machen wir wie folgt. Dann werden wir hier ein Silo aufbauen. Und zwar das, was ich immer so ganz schlecht finde, aber so cool finde, was glaube ich gar nicht bei den Silos ist, sondern bei den Hallen, glaube ich. Da aber dann ganz hinten. Ja, ich weiß, ich soll nicht. Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Die wäre auch noch cool, die Waschanlage. Aber die Mod von Achim ist einfach zu gut. So, dann stellen wir hier neben einen Schüttgutbunker. Ist auch cool, ne? Mit diesen betongenen Legosteinen irgendwie. So. Ah, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber hier kann das ja sich schon so ein bisschen ausdünnen. Ah, das dann nicht. Das. Dass sich das so ein bisschen verläuft. Ah, so vielleicht. Hier wird es dann immer weniger. Gut. Das heißt, wir kippen das nicht hier rein, sondern wir kippen das hier in den Schüttgutbunker. Passt da gut hin, finde ich. Ich hätte ja gedacht, dass das hier solche, also wie beim Kuhstall, dass sich das dann hier so auffüllt. Aber das sind tatsächlich Parkplätze. So, Steuerung I. Oha. Ob ich mir das gut überlegt habe? Erstmal wieder rein. Dann müssen wir hier. Ich glaube, das habe ich mir nicht so gut überlegt, oder? Da sieht man mal, dass diese LKWs oder diese Anhänger einfach übertrieben großes Ladevolumen haben, ne? Ich mal behaupten jetzt, dass das alles irgendwie nicht so richtig zueinander passt. Aber das ist ja, glaube ich, sogar ein offizieller Anhänger. Junge. Oh, 3000 noch, die schaffen wir.
1918, komm schon. Jawohl. Jo, ist klar. Gut, dann fahr du erstmal wieder. Müssen wir jetzt, das wird jetzt im Moment dauern. Fahr mal hier hin. Und unser Torion, der an ist, wahrscheinlich seit 3 Monaten. So, der wird jetzt dann sich mal eine Schaufel besorgen. Zwar ist Stroh ja nun wirklich leicht, da können wir gucken, ob wir irgendwas... Nee. Lader, so, was haben wir denn hier? 4000, okay, 3,5, jawohl, so in die Richtung habe ich gedacht. 800, nein, danke. 3,6, 3000, 5000. Da gucken wir mal. Das ist natürlich übertrieben viel, aber ich will ja nun auch hier im Let's Play nicht 100 Mal fahren. Aber das ist zumindest nicht 50.000, aber auch nicht 3.000. Die finde ich ganz okay. Die kaufe ich jetzt mal. Und wir schicken unseren Torion mal auf Reisen. Und das bedeutet auch, wir brauchen theoretisch mal irgendwas Schnelles. Am besten einen LKW und einen Tieflader, damit wir jetzt solche Sachen... Also das würde man ja nicht, den würde man ja nicht fahren. Jetzt ist es egal, jetzt machen wir das. Dann geht's los. Okay, der fährt jetzt eine Viertelstunde. Na dann. So, der ist hier. Da ist übrigens unser dritter Rentner. Ich habe mich schon gefragt, wo ich den hin habe. So, die hier sind... Oh, nach vorne gucken wir angesagt. Uiuiui. So. Motor aus, aussteigen. Ah. Hopp. Gut. Dann kann der hier auch noch weg. Dann checken wir jetzt gleich mal, ob wir alles gemacht haben. Beziehungsweise ich stelle mal den Superliner. Der fährt hier seine 80, ne? Das ist natürlich tatsächlich ganz cool. Du fährst mal bitte zu Fermenter und lädst das ab bei BGA. Silage. Dann, das brauchen wir ja sowieso gleich. Da werfe ich mal einen Blick auf den Fermenter. Oh, ey, wow, 1,6 an Gras. Ungefähr 50% dazu. Das sind dann also 2,4 Millionen Silage nochmal. Hier ist aber auch eine Menge drin. Dann könnte man auch mal wieder welche verkaufen. Das ist cool. Dann schaue ich einmal nach. Aber das habe ich, glaube ich, schon 2-3 Mal gemacht. Hier ist nichts. Das können wir machen. Wir gucken noch einmal nach den Tieren. Die sind, denen geht's gut. Den und denen geht's gut. 10.000 Eier, die können wir dann mal in die entsprechende Fabrik bringen. Entweder gucken wir, also gucken entweder in die Bäckerei oder in die Dessertfabrik. Schauen wir mal. Okay. Ist eigentlich unsere... Ist die eigentlich an hier? Setzlingsfabrik? Die ist an. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Funktioniert. Okay, dann nächster Monat. Ach, hier können wir nochmal schnell hin. Das habe ich auch fertig gemacht. Lobt mich, bitte lobt mich. Feldparken. Hofparken, Feldparken, genau. Ja, das ist hier mit den Hügeln. Könnte das natürlich mal mit dem Terraforming-Tool angleichen, aber bei diesem riesigen Feld kostet es bestimmt auch einen Haufen Kohle. So. Ah, ja. Wachst und gedeiht, meine lieben Bäumchen. So, das war der Juli. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren. Falls ihr es mitgezählt habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lange Bretter fast voll. Das ist tatsächlich eigentlich ein Weckruf dafür, noch einen holzverarbeitenden Betrieb zu bauen.
Fabrik für Haustürzubehör voll, Molkerei, Käse voll, Sägewerk, lange Bretter voll, Biogasanlage, das ist klar, Fütterungsroboter, Mineralfutter. Okay, also, Punkt 1. Wir brauchen Mineralfutter. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Muss wahrscheinlich die ganzen Felder jetzt gerade neu berechnen. Denn die haben ja jetzt alle einen neuen Status. Du fährst mal bitte zum Händler. Du kannst tanken. Dann kannst du auch erstmal parken. Die könnten eigentlich auch. Ich brauche auf jeden Fall von diesen Hallen noch welche. Gegebenenfalls nutze ich diesen Platz hier auch nochmal für solche Hallen. Dass wir hier ein bisschen Hochfläche haben, das fände ich gar nicht schlecht. Aber ich brauche für so einfache Gespanne brauche ich. Das ist die Halle hier hinten ist dafür zu groß und auch zu schade. So, mal gucken, ob wir den hier reingezirkelt kriegen. Ein bisschen ausholen. Ah, klar, ne? Gut. Der steht hier erstmal sauber. Dann kannst du auch tanken. Dich fahren wir dann darüber. Dann sollten wir uns jetzt hier Stück für Stück damit beschäftigen. Also Zuckerrübenschnitzel, jawohl. Silage wird ja sowieso gerade gemacht. Das habe ich angestellt. Sägewerk, lange Bretter. Gucken wir mal. Also. Lange Bretter sind die, die gar nicht mehr ausgeladen werden, sondern hierhin verteilt. Das bedeutet, wir gucken mal in das Thema Premium, nee, Platinum Expansion. Schindelfabrik nimmt lange Bretter und macht daraus Schindeln. 70.000, das ist okay. Kunstzubehörfabrik nur 50.000, das finde ich auch in Ordnung. Das ist, wir müssen dann das dann, ich weiß immer nicht, welcher von den beiden das ist. Das muss man eigentlich mal so ein bisschen, dass sich das hier nach hinten ausläuft. So. Okay, so, wo waren wir? Natürlich hier nicht. Platinum Passfabrik. Was ist das wieder? Papier, würde ich vermuten. Möbelfabrik. Bodenbelagsfabrik. Ja. Fabrik für Haustürzubehör, die haben wir. Kunstzubehörfabrik. 50.000, das könnten wir uns eigentlich mal gönnen, oder? 70.000 für die Schindel, Drechselbetrieb. Okay. Sieht jetzt nicht aus, als wäre das hier glatt. Ja, was soll ich sagen? Wollen wir die kaufen? Das können wir direkt verkaufen, ist eigentlich kaum Aufwand. Wir lassen mal hier Platz für so einen Weg nach hinten. Dann setzen wir das Ding hier mal hin. So, das sieht natürlich richtig blöde aus. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Heute viel Terraforming und ich sag mal, sowas war es V, ja. So, das... Bisschen hellere hier noch. Oh. So, erstmal für den Moment hier, ne? So, und dann möchte ich aber so einen Schotterweg hier.
So. Der geht auch tatsächlich dann bis hier hinten hin. Oh, das ist auch halbwegs gerade. Und eigentlich gefiel mir das, um ehrlich zu sein, jetzt muss ich doch nochmal umschalten, dass diese Fläche hier so ein bisschen, das macht ja Sinn, ne? Dass die Produkte hier, ne, die haben am Vordach hier so ein bisschen, das ist okay, so würde ich sagen. Das ist okay. Gut. Gucken wir mal. Ah, Sekunde. Wie springe ich denn da jetzt am schnellsten hin? So war es schon okay. Mal an die Rückseite. Nur ganz kurz, wenigstens so ein bisschen. Da hätte ich gerne... Waldboden ist das ja. Da machen wir mal mehr so Gras. Grasige Flächen. So. Ho. Ist ein bisschen out of scale, oder? Ja, der ist mir ein bisschen zu groß. Der ragt dann wieder da rein. Die hier finde ich ja ganz schön. Das ist mir zu buschig. Ah, der ist groß, aber nicht so groß wie der andere. Super. So, und jetzt noch. Ah, das ist schon wieder. Das ist so ein bisschen nach was aussieht. So, vielleicht einen hier noch so hin. Der ist, wächst da so vor sich hin. Ach nee, sieht blöd aus, ne? Sieht blöd aus. Okay. So. Produktion verwalten. Bilderrahmen und Staffelei. Lange Bretter. So, aktivieren. Aktivieren. Bilderrahmen. Auslagern. Auslagern. Das ist jetzt noch rot, aber das kriegt die Geschichten ja gleich von ganz alleine. So, die müssen wir umladen. Aber unser Umlader ist gerade unterwegs. Wo ist denn der Torion jetzt? Das ist natürlich noch... Junge, 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 Junge. Oh, eine Minute 30. Hat er viel geschafft. Ist das schon wieder so viel Zeit rum? Eieiei. Oh nein, und gespeichert werden wir uns auch. Gut, war neulich im Fitnessstudio. Irgend so ein Idiot hat tatsächlich seine Wasserflasche in den Pringles-Halter am Laufband gestellt. Ja, ich guck grad mal, ob ich vielleicht einen... einen wenigsten finde, wieso... Das kannst du alles nicht vorlesen. Kunde, ich würde gern 50.000 Euro abheben, sagt der Bankangestellte, von welchem Konto. Darauf der Kunde, das ist mir egal. Das ist doch nicht lustig. Was steht auf dem Grab eines Mathelehrers? Damit hat er nicht gerechnet. Das finde ich okay. Das sind so ein bisschen wie die letzten Sätze eines Sportlehrers, ne? Alle Speere zu mir. Gut. Jetzt muss ich tatsächlich gucken, wo wir jetzt weitermachen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt hier einen Cut. Weiter geht's in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.